Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Ich bin's, euer Max Leos, und wie ich sehe, sind wir hungrig und wieder durstig. Und jede Wette, es hat immer noch nicht geregnet. Und die sind noch nicht trocken. Nehmen wir den hier. Und ja, wir haben eine riesige Baustelle noch offen. Ich habe jetzt wieder einen Tag verfliegen lassen, so, weil es gestern durch diese überlangen Folgen ein bisschen spät wurde und ich langsam müde wurde. Da dachte ich mir, dann mache ich eben ein kleines Päuschen und dann bin ich direkt eingepennt. Aber jetzt haben wir es schon wieder den nächsten Tag. Es ist so halb ein, also 20.30 Uhr ist gerade. Und ja, wir machen auch erstmal wieder ein bisschen Überlänge folgen. Immer noch. Weil wir die Hütte hier fertig haben wollen. Natürlich. Und wir hoffen auf den Regen. Also, es hat schon wirklich viel zu lange nicht mehr geregnet. Und da müsste jetzt langsam auch mal irgendwann wieder Regen kommen. So, die Kopfhörer sind wieder ganz schön laut. So ist wieder angenehm. Ja, ich bin immer noch erkältet. Der Husten ist immer noch nicht weg. Aber trotzdem hindert es mich nicht daran, so noch weiter aufzunehmen, weil ich habe Spaß hier an der Sache. Ich hoffe, ihr auch. Ja. Wir müssen jetzt wieder ein paar Bäume und ein paar Stickies fällen. Und ich beiß mir immer noch in den Arsch, dass wir diese Lagermöglichkeit, die wir da drinnen jetzt festgestellt haben, nicht hier genutzt haben. Weil ich denke, wir könnten locker das Doppelte mit rübernehmen an Baumstämmen. Nur wusste ich es vorher halt nicht. Und ich habe ein bisschen Angst, die Dinger hier jetzt abzureißen. Und dann neue zu bauen. Vor allem so viel ist das ja drüben jetzt auch nicht mehr, was wir machen müssen. Außer das mit den Stickies jetzt halt. Obwohl, den Sticky-Korb können wir eigentlich abreißen und einen neuen hinmachen. Und wer weiß, wie viele wir dann mitnehmen können. Können wir eigentlich gleich mal ausprobieren. Und wir probieren das mal aus mit dem Sticky-Korb. Den hier jetzt fertig machen. So. Das heißt, ich muss mal ganz kurz hier in den Einstellungen Zerstörung von Gebäuden mal einschalten. Ich hoffe, mein Boot geht nicht kaputt. So, und jetzt wieder schnell aus. Und mein Boot hier einmal, wo haben wir das? Reparierwerkzeug da. Nice, Boot ist wieder heile. Dann brauchen wir den hier wieder. Und bauen uns den Sticky Korb. Der müsste hier irgendwo sein. Stocklager. Genau. Machen wir den ein bisschen mehr so mittig, ja. 24 Stickies. Holen wir uns das mal eben ganz schnell. Bauen den fertig. Dann schauen wir mal, wie viele wir da lagern können. Haben wir jetzt schon mal 20. So. Wenn wir den voll haben, dann schauen wir mal, wie... Wir brauchen jetzt erstmal noch 4 dafür.
Dann sammeln wir erstmal nur 4. Bauen die eben schnell ein. Dann zählen wir mal gleich mit, wie oft wir mit 20 Stickies da hingehen können und den voll machen. So. Da machen wir jetzt erste Ladung 20 Stickies voll. Also ich gehe erstmal von aus, dass wir nur das Doppelte reinpacken können. Statt 20 da, vielleicht jetzt 40. Und dann nochmal 20 auf Tasche. Ja, den großen nehmen wir auch mit. Irgendwo war ein Bambi. Ah, dahin rennt schon Bambi weg. So, dann schauen wir mal, wie voll der jetzt wird. Das sind schon mal die ersten 20. Den dicken hier. Einer noch. Dann machen wir den jetzt auch noch mal voll. Vierzig passen da schon mal auf jeden Fall. Wenn da jetzt 60 reinpassen, das wäre Bombe, dann könnten wir 80 insgesamt mitnehmen mit dem, was wir auf der Tasche haben. Oder hätten in dem Fall. Dann würde es auch, glaube ich, deutlich schneller mit den hier, mit den 1000 Baumstämmen da, nicht 1000 Baumstämmen, sondern 1000 Stickies da gehen. Haben wir noch einen großen? Dann schauen wir uns das mal an. Ich hoffe, die komplette Ladung passt da auch noch rein. Ne? Okay. Was Stickies angeht, voll. Also 60 können wir insgesamt mitnehmen jetzt. Und 20 mehr als vorher. Immerhin. Ein gutes Sümmchen auf jeden Fall. So, dann heißt das hier wollen wir wieder fällen. Von denen schnappen wir auch noch. Und die beiden hier.
Autsch. Digga, der hat mir... Alter, wie viel hat der mir jetzt abgezogen? Alter. Der hat mir ordentlich an hier Rüstung abgezogen. Jetzt hoffe ich mal, dass wir gleich wieder Besuch kriegen. Können wir ein bisschen Rüstung nachbauen. Er hat uns ganz drei Rüstungsteile kaputt gemacht. Was ist mit dem, ey? Scheißbaum. Aber ich glaube, größere für Baumstämme lohnt sich jetzt nicht mehr. Weil wir brauchen nur noch 417. Wird sich echt nicht mehr lohnen, glaube ich. Die nehmen wir mal mit. Den hier auch. Nicht, dass er flüchtet. Da wollen auch noch welche flüchten. Hier geblieben. So, und jetzt haben wir wieder voll. Ich frage mich, wo bleiben jetzt die Nachbarn? Ah, da hinten müsste eigentlich wieder Seil geben. Wir können jetzt eben auch noch kurz was snacken. Wenn wir den eben aufs Grill schmeißen. Ja, Seil ist wieder da. Aber wir schmeißen sogar beide drauf. Haben wir wieder ordentlich was gegessen. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt wirklich lohnt, hier noch auf dem Boot die Baumstammlager oder Lager oder wie heißt die Mehrzahl von Lager? Auf jeden Fall für die Baumstämme noch größere zu machen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Vor allem, wir sind drüben ja schon fast fertig. Das Einzige, was sich noch lohnen würde, wären das mit den Stickies. Und das haben wir ja jetzt schon nochmal um 20 erweitert. Abbauen. Level abbauen. Hier ist sonst noch keiner mehr. Okay. Aber hier sind noch welche. Ja, wir haben Bambi. Das letzte Rehfell. Wir haben das letzte Rehfell. Ja, Mann. Oh, hier ist auch noch einer. Können wir den so mitrollen? Geil. Ne? Da lang.
Nein? Du musst drehen. Drehen. Diese Richtung musst du, ja. Ja, ja. Ja. Wie geil. Nicht erwischt. Ja, komm. Oh, jetzt stecke ich hier fest. So, wir können aber auch wieder zur Axt wechseln. So, dann haben wir hier 4. Also 3 passen da noch rein. Und hier noch 7, also 10. 10 könnte man noch mitschleppen. Wir nehmen die beiden großen da. Weil die geben bestimmt 5. Und leer. Der müsste auch 5 geben. Doppel. Okay, der ist nicht auf mich gefallen. Ein gutes Zeichen. Hier ist noch einer. Dann sind hier aber keiner mehr. Ist hier vielleicht noch irgendwo einer rum? Nö. Okay, dann haben wir halt 9 statt 10. Vielleicht hätte ich den nehmen sollen. Das gefällt mir aber nicht, dass es immer noch nicht geregnet hat. Und wir dürfen gleich wahrscheinlich auch wieder irgendwann zum Dorf rennen. Damit wir wieder Soda kriegen oder sowas. Denn wir haben da hinten in der Festung immer noch nicht die Möglichkeit, Wasser länger zu speichern, als dass es dann hier so dehydriert. Also verdampft, verdunstet. Wie sagt man dazu?
Ja, immerhin haben wir jetzt dieses Mal ordentlich Stickies gesammelt. Ist auch wenigstens was wert, finde ich. Oben kommen wir dafür auf jeden Fall wieder ein ganzes Stück weiter. Packen wir hier einmal. Ah, wieder wohl reichen. Können wir mal eben den Seil hier irgendwo aufhängen. Komm, wir hängen den hier auf. Hier noch ein Schädel. Können wir hier die restlichen 20 Stickies reinpacken. Wir den fertig und hier das Rehfell. Sind wir die Rehfälle wenigstens los? Können wir hier pennen gehen? Wie jetzt? Ist Nacht? Immer noch Nacht. Wir waren nur gerade pennen. Den da. Nehmen den dafür auf. Hängen die auf. Wie jetzt? Was ist denn das jetzt? Mitten in der Nacht. Ja, aber okay, dann. Wie sind Bäume da hinten wachsen gewesen? Dann haben wir die ganze Nacht Zeit zu bauen, also die restliche Nacht. Ach, Stickies müssten wir auch noch mit einsammeln. Dann nehmen wir die hier auch noch mit. Na komm. So, haben wir einmal Pull und ab nach ganz oben. Müssen wir da noch die Stickies verteilen. Gibt es hier irgendwie wieder Blaubeeren? Habt ihr noch Blaubeeren? Ne. Heidelbeeren, Entschuldigung, Heidelbeeren. Ne. Hier war nichts. Wachsen die überhaupt mal nach? Hier haben wir wenigstens wieder welche. Können wir gleich wieder was Neues nachpflanzen.
So, jetzt müsste ich hier auch nichts mehr geben. Können wir hier. Haben wir nochmal 5 nachgepflanzt. Ob die jetzt eigentlich hier nachwachsen oder nicht, mir jetzt auch nicht so wichtig. Hauptsache, wir haben hier oben was Grünes. So ein bisschen Grünfläche. Und ich hoffe immer noch, dass der Wind bedeutet, dass es bald wieder regnet. Ich hoffe es wirklich. Und so versaufen kann ich jetzt auch nicht die ganze Zeit. So versaufen, so da saufen. Mein Deutsch heute. Immerhin wird es wieder hell. So. Und ja. Ich gehe es auch noch mal voll machen. Ja, komm, richtig, ja. Da habe ich bei diesen größeren Lagern, da hoffe ich mir auf jeden Fall wirklich, dass da vielleicht so ungefähr zwischen 10 und 14 Baumstämme reinpassen muss. Weil in dem kleinen normalen Lager, den ich jetzt gerade da überall habe, in dem Zwischenlager und auf dem Fahrstuhl und auf dem Boot, da passen ja 7. 12 passen auf den Wagen. Da denke ich mir, ja, 12 müsste da auf jeden Fall schon reinpassen. Von der Größe her würde ich aber auch sagen, 10 könnte auch wohl noch möglich sein. Aber wenn es so wie bei den Stickies hier ist, bei den Stöckern, so da ist ja das Doppelte, dann müsste es, weil 7 passen ja in den normalen rein. Das Doppelte von 7 ist ja 14. So, dann denke ich auch schon, zwischen 10 und 14 würde eigentlich Sinn machen. Bei dem größeren. Müsste hier nochmal Federn sammeln. 29 Federn, nice. Die Produktion wird ja auch bald laufen wieder. Natürlich wieder aus der Puste.
So, die Stickies muss ich ja noch einsetzen. Echt langsam kann es mal wieder regnen, wirklich. Ist ja nicht mehr auszuhalten ohne Wasser. Hätte ich mir vielleicht eine Basis am Fluss oder so machen sollen, statt hier mitten auf dem Ozean. Alles voller Salzwasser. Das Salzwasser kann man ja nicht trinken. Und wieder hoch. Na, kriegen wir den gleich noch fertig? Ich glaube nicht. Wird wahrscheinlich sein, dass so ein paar Baumstämme fehlen. Gestern hatte ich das sogar noch irgendwie ausgerechnet gehabt. So, aber den kriegen wir jetzt in der Runde nicht fertig. Aber in der nächsten auf jeden Fall. Da wieder safe fertig sein. Haben wir 43 von 58. Aber wir haben hier jetzt, glaube ich, noch 4. Genau. Und unten noch 7. Ich glaube, 3 werden noch fehlen. Das heißt, für 3 Baumstämme müssen wir, glaube ich, nochmal rüber gehen. Ne, für 4 Baumstämme. Habe ich verrechnet. Vier Baumstämme sind noch drüben. Ja, und also brauchen wir noch von drüben. Wir müssen uns gleich auch noch mal kurz hinsetzen. Ausdauer ist wirklich am Arsch wieder mal. Boah, es tut mir leid. Ich habe nicht rechtzeitig reagieren können. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich wollte jetzt euch nicht da hier anhusten oder so. Zum Glück kann ich euch hier nicht damit anstecken oder sonst was. Über dem Bildschirm. Aber ich konnte jetzt echt nicht rechtzeitig reagieren. Sechs haben wir, nicht 7. Verdammt. Also 5 müssen wir noch von drüben holen. Für diese Decke.
Ja, komm. So. Na, Hunger kriegen wir auch noch gleich wieder. Natürlich. Muss eigentlich die Cam ein bisschen weiter runtersetzen, ne? So. Weiß auch nicht, warum die so weit oben war. Hier wieder genau Licht anmachen. Sehe ich hier auch bei OBS, dass ich ganz schön weit unten war jetzt. Keine Ahnung, wieso der jetzt auf einmal so weit quasi nach oben gerückt war, aber so ist wiederum besser, finde ich. Ja, 5 Stück brauchen wir jetzt von drüben. Dann müssen wir jetzt eben auch noch schnell was essen. Nice, der ist schon fertig. Ja, aber noch. Ne, die sind alle schwarz geworden. Hier ist nichts schwarz. Hallo. Und dann lass mal wieder rüber. Beziehungsweise wir fahren gleich rüber. Ich mache jetzt noch mal ein kleines Päuschen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Beziehungsweise für euch ist es ein kleiner Cut. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Können wir weiter paddeln? Und noch mal die Stickies und die Baumstämme voll machen. Guck mal, sind ja auch nicht mehr so viele Baumstämme und Stickies. Nur knapp unter 1000 Stickies. Aber ey, dafür kriegen wir jetzt, können wir jetzt 60 statt nur 40 mitnehmen. Ist immerhin 20 mehr. 50% mehr können wir mitnehmen. Aber echt, ich bin auch am Überlegen, das mit dem Baumstamm genauso zu machen. Aber wird sich nicht mehr viel lohnen. Hätten wir von Anfang an vielleicht so machen müssen. Dann hätten wir locker vielleicht so um die 100 Baumstämme mitnehmen können. Da wären wir dann ein bisschen länger da Bäume fällen und so, aber wären damit wahrscheinlich schon vor 50 Folgen fertig geworden. Mit dem Ding. Aber ist schon krass, das Ding. Ich habe das schon bestimmt 100.000 Mal gesagt, wie krass ich unsere Bude da finde. Vor allem nachfolgende Generationen, die nach mir hier landen, die können das alle noch gebrauchen. Alle, die nach mir auf dieser Insel landen, die werden dieses Floß hier finden, die werden die Hütte da finden. Vorausgesetzt, die überleben das auch alle. So, wir rollen jetzt das hier. Dann können wir wieder loslegen. Beim Rehe müssen wir jetzt nicht mehr unbedingt gezielt jetzt jagen. Klar, um Fleischvorräte aufzustocken, schon, aber nicht mehr gezielt denen hinterher jagen. Wir machen erstmal die Sticky. Ich glaube, das mit den Stickies macht am meisten Sinn, zuerst die zu machen. Oh.
Wir hatten hier noch einen. Gehen wir mal dahin. Packen den direkt schon mal da rein. Kommt der denn auf einmal her? Habe ich den wirklich wahrscheinlich am letzten Tag hier nicht gesehen gehabt? Einer noch? Wenn wir den jetzt dahin abladen. Ja, halbe Tag auch schon um. Noch irgendwo einer? Nee. Da lag noch einer mehr. Hier liegt auch noch einer. Und der hier noch, dann haben wir wieder voll. Genau, jetzt kommen die mir entgegen, ja? Okay, die gehen weiter, die gehen ihre Wege, ich gehe meinen Weg. Ah, jetzt kommen die zu mir. Natürlich. Ich kann den hier jetzt mal ausprobieren. Okay, die gehen weg. Schade, ich habe mich schon gefreut, den hier auszuprobieren. Nice aus. Wir gehen wieder hier drauf. Ich hab da was gehört. So, Sticky ist wieder voll. Dann machen wir das. Ja, der ist noch voll genug. Lieber mit einem am Rennen war. Ich gehe von aus, dass wir reichen. Okay, mein Wagen ist nicht umgeschmissen worden. Finde ich gut so. Hallo Bambi. Und noch zwei.
Das war knapp. Das hätte ich vielleicht meine eigene Falle ausgelöst. So, haben wir uns die vier noch? Bevor die uns komplett abbauen? Wunderschön diese Abenddämmerung. Ich glaube, wir müssen gleich noch mal einen Baum fällen. Oder zwei. Haben wir hier noch Baumstämme? Da ist noch einer. Ja, wir müssen noch zwei machen. Machen wir die hier. Den hier. Den hier jetzt wieder. Schnell weg. Ausgerechnet jetzt kommen die. Hey. Ist noch einer? Nein, nur der. Aus dir mache ich schöne Knochenrüstung. Muss ich mich kurz waschen. Der auch auf einmal herkam, ey. Wenigstens kriegen wir gleich aus ihm noch ein paar Schädel. Einen zumindest. Komm. Dann holen wir den restlichen Baumstamm und fahren wieder rüber. Lassen Sie. Das wird dann wohl für diese Fahrt reichen müssen. So spät, wie wir es jetzt mittlerweile haben. Das hört sich nach einem Bambi an.
Haben wir es diese Part leider nicht mehr voll gekriegt, aber das kann man ja auch nicht immer schaffen. Hätte ich gerne jetzt zwar, aber hier muss ja auch wieder spät werden, ne? Und wir haben wieder Hunger und Durst. Frag mich, wie viele Folgen ich da auch rüber ins Dorf rennen da, um Snacks und hier Soda nachzu aufzustocken hier. Einkaufen gehen deswegen. Denn es hat schon Ewigkeit nicht mehr geregnet, ey. Also nur damit ihr euch nicht wundert, ich habe während des kleinen Päuschens vorhin von Blau auf Grün mal umgestellt, weil ich gedacht hatte, wieder eine neue Farbe wäre vielleicht gut, wäre schön. Weil muss ja nicht immer blau sein oder weiß. Auch andere Farben können mal hübsch sein. Ich finde es nur schade, dass wir kein Rot haben. Das wird reichen müssen. Gehen wir hoch und legen uns pennen. So. Bett. Hm? So. Und natürlich wieder Durst und Hunger. Wie soll es denn auch anders sein? Wie viel haben wir noch? 5 Dosen. Wir haben nur noch 5 Dosen. Oh. Ah, warte, wir können eben dann die Stickies hier auch noch reinballern. Wir das fertig haben. Und hier den Schädel. Ah, warte, die müssen wir auch noch wieder mitnehmen. Ich finde es aber gut, dass Dildo Daniel uns hier nicht angreift. Also nicht mehr. Der einmal passiert. Da wusste ich auch nicht, wie ich ihn bekämpfen sollte, als wir den Turm gebaut hatten. So, das war ja ungefähr um die Folge 100 herum, dass er wieder da war. Vor allem auch, ich komme nicht drauf klar, dass wir jetzt schon bei Folge, also schon über 100 Folgen hier haben von The Forest. Bin ich hier zuerst fertig? So. Und über 100 Folgen. Schon eigentlich müsste das hier jetzt die 134 oder 135. Folge, glaube ich, sein. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Also um die 130 Folgen.
Und wirklich, das sind schon 4 Monate, über 4 Monate, die ich jetzt Forest spiele. Komme ich auch nie drauf klar, wirklich, dass ich schon so lange dabei bin. Und dass ich immer noch Bock drauf habe, auf dieses Spiel. So, den müssten wir jetzt fertig haben. Perfekt. Geil. Jetzt 32 hier noch. Oha, guck mal diese Wölbung da oben an. Wie geil ist das denn? Finde ich ja mega geil. Ja, da warten wir, bis die ausgewachsen sind. Aber hier wächst nichts mehr nach. An Heidelbeeren. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwas machen. Dass die mal nachwachsen. Oder für Regen sorgen. Wir brauchen wieder Regen. Und cheaten oder so will ich ja auch nicht. Will mir den Regen ehrlich irgendwie verdienen, keine Ahnung. Achso, wir wollten ja noch eine Knochenrüstung machen. 1, 2, 3. Haben wir zumindest wieder einen. Und Stickies. Müssten eigentlich auch mal. Wie viele Seile haben wir? 112. Eins. Mal machen wir mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Machen wir mal eben. Dann können wir die auch oben eben platzieren, fertig machen. Machen wir das eben hier, eben die Seile da rein, den Stuhl da fertig, der ist fertig, hier fehlt noch ein Seil, hier und hier. Und nur noch die Wände und der Stuhl hier, den Stuhl. Ah ja, und diese eine Lampe halt. Perfekt, wir haben sie fertig. Hier. Das machen wir später. Wir wollen oben zuerst fertig haben. Wir wollen zuerst oben die Decke fertig haben.
Warum springt er hier von alleine? Kann ich hier nicht vernünftig laufen? Ob das an dem Boden liegt? Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, haben wir jetzt genug Holz, um die nächste Wand hier fertig, nächste Dach hier fertig zu kriegen? Hoffe. Natürlich Ausdauer wieder am Arsch. Ja, wir müssen uns gleich mal kurz hinsetzen. Zum Glück haben wir hier eine Bank. Ich finde, hier vorne auf dem Platz fehlt noch ein bisschen was. Da müssen wir irgendwas hin tun. Wirkt so leer. Hier ist zumindest ein bisschen voll. Hier sieht zumindest noch was aus. Hier ist irgendwie so leer. Da müssen wir mal was machen. Hier ist auch irgendwie so leer. Obwohl hier hatte ich ja eh vorgehabt, so noch so ein Schild hinzumachen. Noch so ein paar Rüstungsgestelle als Trainingspuppen. Am besten sogar mit Mutantenrüstung drauf als Trainingspuppe. Damit es nach echten Gegnern aussieht. So. Hat mir da jetzt geschrieben? Ein Kollege hat mir geschrieben. Will mich irgendwo einschreiben. Der Tag ist auch schon gleich wieder vorbei. Na super. Und wir haben keine Stickies mehr, aber dafür ist unten hier die Esszimmer fertig, die Stühle fertig. Fehlen da nur noch vielleicht ein paar Schränke. 25 von 32. Und wir haben da noch 11. Das heißt, das wird reichen. Wir fangen schon gleich mit dem nächsten an. Der wird fertig sein.
Boah, geil. Wir werden diese Woche noch fertig, auf jeden Fall. Das sind vielleicht noch zwei Folgen. Ich weiß, ich habe das schon 100 Mal gesagt, so, das sind vielleicht noch zwei Folgen. Das sind vielleicht noch zwei Folgen und dann werden es doch mehr. Weil ich echt gut im Einschätzen bin. Und dann am Ende werden es doch mehr Folgen. Aber ich glaube, irgendwann werde ich es realistisch einschätzen. Indem ich einfach immer weiter sage, es sind nur noch zwei Folgen. Fehlt nur noch ein Baumstamm da oben und dann sage ich auch, es sind nur noch zwei Folgen. Geil, der ist fertig. Können wir jetzt hier anfangen? Boah, sieht das nice aus. Okay, da mit der Decke noch nicht so ganz. Einen Moment, dann will ich mir mal genauer ansehen. Ja, nicht ganz, aber sieht trotzdem geil aus. Und jetzt haben wir schon wieder Hunger. Kann ich die hier essen? Ah, müsste reichen. Gibt's hier nichts mehr? Ja, hier ist voll. Dann können wir hier anfangen. Nice. Jetzt muss es nur noch regnen. Boah, Regengötter, erhört mich. Lasst es regnen. So, letzter Baum. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Denn es heißt, dass wir hier weiter ausbauen. Das ist jetzt eh hier nur noch, wie viel? Was sehen? Wie viel fehlt da noch? Können wir jetzt nicht sehen. Das hier sind 72. Ja, okay, in einer Fahrt werden wir das nicht fertig kriegen. Aber dann wird das in zwei Fahrten sein. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir den hier fertig machen. Wird wahrscheinlich die komplette nächste Folge nur der hier sein. Und dass der hier angefangen wird. Dann ist das hier und die Hälfte davon noch eine Folge. Und davon die andere Hälfte. Mit der da. Noch eine Folge. Ja, drei Folgen würde ich sagen. Sind das noch, wo wir das hier bauen. Und dann noch unten. Das da alles. Aber das werden wir alle so wahrscheinlich eher nebenher machen, was unten ist. Das werden wir auf jeden Fall in den nächsten drei Folgen noch fertig machen. Und dann sage ich auch schon mal, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.